Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing und zwar habe ich im Sale von der Pinkbox, glaube ich, da war so ein Sale, eine Barbara-Box ergattert. Und zwar ist das die Barbara-Box Winter Edition. Welche Edition das genau ist, sage ich euch gleich. Es wird ja dann in diesem Heftchen hoffentlich stehen. Ich hatte noch nie eine Barbara-Box. Das ist jetzt meine erste und ich bin ganz gespannt. Sie ist auf jeden Fall ziemlich groß. Hier ist sie drin und ich bin wirklich gespannt, weil es doch relativ dick ist, ne? Ja, also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diese wunderbar schwere, große Box aufzumachen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist blöd. Nee, das kann besser. Das ist besser. Oha, die ist echt groß. Wie soll ich die denn hier jetzt rauskriegen? Hier haben wir die Barbara-Box und die ist doch relativ schwer, ne? Türkis, finde ich, ist eine sehr schöne Farbe. Das kommt gar nicht so türkis rüber, wie es ist. Also das ist eigentlich hellblau-türkis. Naja. Man hat wohl auch immer diese Barbara-Zeitschrift mit drin, wenn man die Barbara-Box bekommt. Da bin ich auch ganz gespannt. Ich hatte die Barbara, glaube ich, schon mal. Ich bin aber bei solchen Zeitschriften hauptsächlich scharf auf die Proben. Und hier sieht es nicht danach aus, als würde es hier eine Probe geben. Aber naja, die kostet normalerweise 4,20 Euro im Laden. Also von daher, ne? Ist auch mal nice to have. So, jetzt gucken wir uns die Barbara-Box an. Sie ist wirklich relativ schwer. Ich mache hier mal den Deckel ab, weil das kriege ich sonst nicht. Aber das sieht hübsch aus, ne? Dieses Seidenpapier, das gefällt mir. Ich rieche nichts. Ich rieche wirklich nichts. So, das Schleifchen ist wirklich schön gemacht. Doch. Hier ist dann das Klebi mit der Barbara-Box. Dann gucken wir uns das mal an. Also, das Ganze fängt an mit einem Heftchen, wo wahrscheinlich drin steht, was drin ist. Das heißt Barbara Box Reise durch den Winter. Also die Winter Edition, da bin ich ganz gespannt. Und ja, hier steht drin, was drin ist. Sehr gut. Das Ganze fängt an mit Werbung. Okay. erstmal hast du hier Werbung von Mollerus. Oder Mollerus, das weiß ich jetzt nicht. Ich würde jetzt sagen Mollerus, weil es halt Doppel-L ist, ne? Da ist dann die Herbst-Winter-Kollektion drin. Und wir hatten mal in der InStyle-Box tatsächlich auch so eine Pochette drin, so eine kleine Handtasche. Und in dieser Box soll sich tatsächlich auch wieder eine kleine Handtasche verstecken. Wahnsinn, ne? Also ich habe euch eben ja auch eingeblendet, was die Box gekostet hat. Ich habe die ja, wie gesagt, im Sale ergattert. Dementsprechend, ja, ne? Weiter geht's. Hier fangen wir mit etwas an, was aus Pappe ist und was mir nach einem Stern aussieht. Ich versuche den mal zusammenzubauen. Zack. So. Wir haben einen Stern. Na guck, der ist doch hübsch. Stellen wir ihn da mal hin. Super, aber ich habe es hingekriegt. Es hat ja auch gerade mal 5 Minuten gedauert. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Ja, dann haben wir noch drin von Paula McLean, Hemingway und ich eine Leseprobe. Ja, Leseproben. Nein. Ach so, wenn ich jetzt quasi ein Abo abschließen würde und den Code Freundin2019 eingeben würde, dann würde man eine Box gratis kriegen. Aber das gilt nur, wenn man ein Abo abschließt. Und das Abo von der Barbara-Box habe ich nicht abgeschlossen. Deswegen wird der wohl nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Könnt ihr ja mal versuchen. Also wie gesagt, Freundin2019, tobt euch aus. Hier haben wir auch dieses Shopping-Booklet, was ich auch bei der Pinkbox mit drin hatte. Weiß ich nicht, ob ich euch die nochmal in die Infobox kopieren soll. Ja, mache ich mal. Ne? Ist für euch dann auch ein bisschen bequemer. Findet ihr dann unten in der Infobox die ganzen Gutscheincodes. So, dann fängt das Ganze hier an mit dieser Tasche von Mollerus. Und die ist ganz schön groß, ne?
Also das könnte mir tatsächlich auch gefallen. Die andere war irgendwie nur die Hälfte davon und das wäre für mich zu klein gewesen, weil ich doch ziemlich viele Utensilien habe, die ich in so eine Tasche packen möchte. Und das ist jetzt hier, ich denke, man sieht es auch, ein schönes dunkles Grün und ich finde, dass es unheimlich gut zu meinen Augen passt, denn ich habe grünbraune Augen. Ja, das gefällt mir. Dann ja, hast du hier einfach das Möller-Russ-Logo mit drin. Und ansonsten keine Innentaschen, aber ja, das ist jetzt meine Mollerus. Schön. Die andere habe ich weitergegeben, weil die mir halt einfach zu klein war. Die finde ich ja toll. Wahnsinn. Also ja, ich hatte das auch schon gesehen in das ja, in einem anderen Unboxing und deswegen habe ich mir die halt auch bestellt, weil diese Tasche ist echt das unheimlich viel wert, ne? Keine Ahnung, 50 € oder noch mehr. Ich blende euch das ja auch ein. Ja, und die Box hat deutlich weniger gekostet, ne? 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 So, weiter geht's, denn hier sind ja noch so viele andere Produkte drin. So, als erstes habe ich hier von Tee bei TTZ meine Kuschelzeit. Das ist Bratapfel, Zimt und gebrannte Mandeln. Also das ist mal ein richtig geiler Duft, oder? Richtig geil. Ich glaube, das habe ich auch in klein da. Aber ja, in so groß gebe ich das natürlich weiter, wenn ich es denn aufkriege. Oh, das riechst du. Aber ich finde, das riecht auch sehr nach Kirsche. Aber auch echt nach Apfel. Also das definitiv. Nach Apfelsaft, nach süßem Apfelsaft. Zimt. Nur ein Hauch. Aber das finde ich ganz gut. Ich mag ja nicht so gerne Zimt, auch wenn ich das nicht selber verwenden werde. Oder ich verwende das als Fußbad. Das wäre auch gar nicht so verkehrt, ne? Oh, das riecht aber richtig geil. Das riecht schön fruchtig, süß. Also ja, definitiv was für den Winter. Eine schöne, schöne Geschichte. Als nächstes habe ich hier drin Schneemann Knete-Kit. Wie geil ist das denn? Kann man sich da selber einen Schneemann kneten? Also hier siehst du auch, dass da so diverse Sachen drin sind. Wahrscheinlich dann hier die Nase und die Augen. Und was ein Schneemann sonst noch so braucht, was ist das? Das ist wahrscheinlich das, was er in der Hand hält, oder seine Arme. Weiß ich gar nicht. Kann man das einfach so aufmachen? Schaumknete. Ii! Ii! Ii, das hört sich total merkwürdig an. Ii! Das sind so Kügelchen. Und das ist echt so eine Schaumknete. Das mache ich auf jeden Fall in unsere Kinderspielekiste. Da demnächst sehr viele Kinder noch wieder bei uns in die Clique sich einfinden werden. Hat sich jetzt ganz blöd angehört, ne? Drei meiner Freundinnen sind schwanger. Ich sag nicht wer. Ja, und ja, das ist doch ganz cool. Da kann man dann sowas dann schön in so eine Spielekiste packen. Manche Kinder sind auch schon ein bisschen älter, die werden sich dann garantiert drüber freuen. Ich habe da ja schon Spaß dran und ich würde unheimlich gerne diesen Schneemann jetzt kneten, aber ich bin 29. Ich überlasse das dann lieber tatsächlich einem Kind. Und ja, das kommt in unsere Spielekiste, ist für Kinder ab 3 Jahren. Da haben wir auch schon ein paar bei uns in der Clique. Werden die sich freuen, wenn die zu Besuch sind. Das ist übrigens von Liebeskummerpillen GmbH. Auch eine geile Name, ne? Eine geile Name. Ein geiler Name für eine Firma. So, sehr süß. Ach, was zählt, ach, was zählt. Oh. Ui, ja gut. Das ist dann Spielzeug für Eltern. Likör 43, Quarenta Itres. Itres, 50 Milliliter. Ja, ich trinke äußerst, 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 äußerst selten Alkohol. Wenn, dann geht die Party ab, aber ja, mal gucken. Ist garantiert auch ziemlich lange haltbar, oder? Sowas ist ja auch hier mit Alkohol und so. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich den auf jeden Fall trinken, aber ja, finde ich cool. Ist ganz süß. Likör 43 mit Milch mag ich übrigens wirklich gerne. Habe ich damals auch gerne getrunken. Auch das wurde mir bei der Familie von meinem Freund gegeben. Immer nur Alkohol, Leute. Ja, guck an. Dann habe ich hier. Oh, nicht so. Von Bloom Beauty Essence Day Spa.
pflegen und schützen sie ihre Haut von innen. Das sind 14 Dragees. Und zwar sind das so Pillen, die man nehmen soll. So Nahrungsergänzungsmittel sind das. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man da pro Tag nehmen. Täglich ein Dragee mit ausreichend Flüssigkeit und Zerkaut einnehmen. Na guck, ich hatte in einer anderen Box tatsächlich mal drin so Nahrungsergänzungsmittel, damit quasi das Bindegewebe straffer wird. Werdet ihr in meinem nächsten Aufgebraucht sehen, hat jetzt nicht so das meiste gebracht, aber ich denke, man muss es eher langfristig nehmen. Ja, und das hier werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das schon ziemlich gesund. Aber gut finde ich, dass du hier auch Vitamin D drin hast. Vitamin D ist auch unheimlich wichtig, jetzt gerade in zur dunklen Jahreszeit. Der Körper braucht ja Sonne, damit der Körper Vitamin D machen kann, bilden kann. Und wenn du kein Vitamin D bildest, wirst du nicht so gut drauf sein. Also das ist quasi, ja, Vitamin D beugt so Depressionen vor, dieser ganzen Wintertraurigkeit, wie auch immer man das nennen mag, ne? So, deswegen nehme ich das auch gerne immer als Tabletten. Das zeige ich euch ja auch immer in meinen Aufgebraucht-Videos. Das ist eine unheimlich coole Sache. Und geil finde ich, dass das hier auch mit drin ist. Deswegen, mega gut. Was du noch hier ziemlich hochdosiert drin hast, ist Biotin, 300%. Da muss ich sagen, keine Ahnung. Also 5 Mikrogramm. Biotin weiß ich jetzt nicht unbedingt, was das machen soll. Dann hast du Vitamin A hier drin, Selen. Selen ist, glaube ich, gut für die Augen, soweit ich weiß. Zink hast du drin, Vitamin E ist drin, Vitamin C 80 Milligramm, das sind 100% der Tageszufuhr. Auch das finde ich sehr gut, das braucht man jetzt ja auch. So, achso, dann hast du hier Guava-Fruchtextrakt davon, also Guava-Fruchtextrakt mit Lycopenen mit drin, Amla-Fruchtextrakt und Algenextrakt. Ich rede jetzt schon ziemlich lange über dieses Teil, aber ich glaube, das wird eine gute Geschichte werden. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall hier eine 14-Tage-Geschichte, dass ich das mal 2 Wochen nehmen werde. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, was haben wir heute für einen Tag, den 15. Ja, dass es bis zum nächsten Aufgebraucht leer sein wird. Und ich werde euch mal berichten, wie es mir ergangen ist. Ob ich jetzt auf einmal fit wie ein Turnschuh bin, durch die Gegend hüpfe und ganz glücklich sein werde. So, dann habe ich hier von Paddy Protect oder Paddy Protect, die Marke mit dem Pinguin, Alpin Sonnencreme mit Kälteschutz. Ja, für Leute, die Skifahren, wahrscheinlich eine coole Sache. Aber ich fahre keinen Ski, deswegen werde ich das auf jeden Fall demnächst mal mit in eine Verlosung packen. Gut finde ich, Lichtschutzfaktor 50+. Ich weiß jetzt nicht, warum das unbedingt eine Alpin Sonnenschutzcreme sein soll. Ansonsten wäre das eine ganz gute Geschichte, die ich nehmen könnte für den Sommer, weil ich brauche 50+. Keine Ahnung, es ist vegan mit Bio-Edelweiß und Zirbel-Kiefernholzextrakt ohne Mikroplastikpartikel. An alle, die sehr, sehr heiß dahinterher sind, zu wissen, was so in solchen Produkten drin ist. Das ist ohne Octocrylene. Ohne Nanopartikel, ohne Parabene, ohne Silikone, ohne PEG, PPG, ohne Mineralöle, ohne Mikroplastikpartikel, ohne Farbstoffe, ohne allergieverdächtige Duftstoffe. So. Hat einen UVA- und UVB-Schutz, Hautverträglichkeit an sensibler, empfindlicher Haut, dermatologisch bestätigt. Na guck. Naja, wenn das halt tatsächlich etwas für Winter nur sein soll, dann werde ich das auf jeden Fall verlosen. Geht ja nicht anders. Bin kein Skifahrer. Sweet Dreams von Feodora. Rich and creamy. Wunderbar cremige Minis mit raffinierten Rezepturen. Ja, das ist was für mich, oder? Ich habe Hunger. Ich glaube, ich nasch mal. Was ist da drin? Toffee, Marshmallow und Fudge Brownie. Boah, Leute. Ja, wie sehr man sich über so ein Ding für 2,99 € freuen kann, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich die Special Winterverpackung und das ist die normale Verpackung, auch gut. Oh, ich komme gerade von der Arbeit, deswegen, ich habe tierischen Hunger. Oh. Das ist hübsch, ne? Oh, will noch jemand? Greift ruhig zu, ist kein Thema. So, dann fangen wir mal an mit Toffee. Schmeckt echt gut.
Dann nehme ich mir mal Marshmallow. Ui, süß, aber lecker. Hat fast was wie Kaugummi vom Geschmack her, so ein bisschen wie Zitronenkaugummi. Mega. Und dann nehme ich Fudge Brownie. Mega lecker. Gefällt mir richtig gut. Jetzt bin ich gestärkt und kann weitermachen. So, das vorletzte Produkt ist von Olas Eyes. Ein Augenserum. Und das bekämpft Falten und schlaffe Haut. Das finde ich super. Ja, für Falten und schlaffe Haut. Steht ja auch nochmal drauf, super, ne? Ja, genau. Dann hast du hier so eine Augencreme mit drin und die mache ich jetzt nicht auf, weil die immer nur eine gewisse Zeit haltbar ist. Und die werde ich verwenden. Da freue ich mich drauf. Das finde ich richtig cool. Olas ist eine gute Marke. Und ja, meine Güte, wie hoch der Wert von dieser Box ist, ne? Das ist schon ziemlich krass. So, und hier habe ich jetzt das letzte Produkt, was ein bisschen angeweißt ist von dem Krüppelpapier, was hier so drin ist. Und zwar ist das tatsächlich meine Lieblingsmaske von Neutrogena, die Ageless Boost Maske. Das ist eine zweigeteilte Hydrogelmaske, die unheimlich angenehm für die Haut ist und die ich einfach liebe. Ich habe sie schon so, so oft verwendet und deswegen freue ich mich jedes Mal darüber, wenn sie in meiner Box drin ist. Entweder verwende ich sie selber oder ich gebe sie weiter, weil ich gerne auch Dinge weitergebe, die ich gerne habe, weil ich unheimlich viele Masken habe. Was soll ich denn damit so vielen machen, außer verwenden? Hier ist Schokolade. Warum ist hier Schokolade? So, reicht jetzt auch. Genau, für glatte, jünger aussehende Haut. Und ja, da bin ich auf jeden Fall erfreut. Ja, ich bin über die ganze Box erfreut, Leute. Also, was soll ich sagen? Sie hat mir mega gut gefallen. Was ist der Wert? Ich glaube, da war irgendwie die Rede von 135 Euro oder so. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert ein, den ich jetzt so errechnet habe. Ich bin wirklich gespannt. Also richtig coole Produkte. Vor allem die Tasche, ne? Die ist schon ziemlich cool. Ja, ihr Lieben, da ist man wirklich am Überlegen, ob man die Barbara-Box sich vielleicht auch holen sollte. Aber ich fand das ganz praktisch, dass man ja, ja, die dann im Sale auch günstiger bekommen konnte, ne? Da muss man die halt nicht immer top aktuell genau zu dem Zeitpunkt haben, sondern kann die dann vielleicht einfach mal ein bisschen später holen und hat sie dann ganz schön viel günstiger. Ja. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!